Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute einen Titel gewählt, verletzlich, aber unbesiegbar. Und ich möchte gerne dieses Thema in Bezug auf die gesundheitliche Resilienz diskutieren mit zwei Professoren, die heute hier bei mir im Studio sind. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Und wenn sie Ihnen gleich geht, dann bleiben Sie dran. Und da sind wir wieder zurück. Ich darf Ihnen meine zwei Gäste vorstellen. Einerseits der Professor Dr. Urs Gruber. Ganz herzlich willkommen. Das ist eigentlich dein Spezialgebiet, diese Resilienzen. Das werden wir sehen. Gut. Das werden wir sehen. Naja, ich habe von dir schon sehr viel gelernt. Speziell du warst eigentlich derjenige, der mir gezeigt hat, dass die Psyche ganz, ganz wichtig ist für unsere Gesundheit. Und hast mir viele Leute vermittelt, die aus der Psychoneuroimmunologie kommen. Die Zuschauer kennen das Wort langsam in- und auswendig von mir. Aber du bist schuld, dass wir uns alle mit der Psyche beschäftigen müssen, dass ich mal das gesagt habe. Und der Professor Dr. Alexander Rondek, ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Gut, also dieser Titel hast du mir auch vorne gesagt, verletzlich, aber unbesiegbar, super Titel. Erzähl mir mal hier aufgrund von diesen Titels den Zusammenhang zur gesundheitlichen Resilienz. Mir gefällt dieser Spruch, ich weiß aber nicht mehr, wer es gesagt hat, verletzlich, aber unbesiegbar. Das ist für mich eine Art von Beschreibung, was Resilienz ist. Resilienz ist ja quasi die Widerstandskraft des Menschen. Ist aber nicht ganz richtig, Widerstand. Ursprünglich kommt dieser Begriff Resilienz aus der Technik und aus der Psychologie. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Also mir ging es auf jeden Fall schon mal so, dass ich von Berlin zurückgeflogen bin in die Schweiz, nach Zürich. Und dann hat irgendwie der Chauffeur, wollte ich sagen, der Pilot durchgegeben, sagen, es käme zu etwas Turbulenzen, man solle sich doch bitte anschnallen. Und ich habe mich dann auch angeschnallt und dann gab es tatsächlich so Turbulenzen, hätte ich so nicht gedacht. Ich habe gedacht, das Flugzeug fliegt auseinander oder so. Ich bin mich das einfach nicht gewohnt. Vielleicht habe ich mir das auch nur so heftig vorgestellt. Und ich saß am Fenster und habe auf den Flügel geschaut und ich habe immer gedacht, jetzt reißt den Flügel ab, weil er tatsächlich Riesenbewegungen gemacht hat. Und da kam ich dann etwas in Panik mit dem, oh Gottes Willen, und durch diese Turbulenzen durch und der Flügel ging wieder in seine ganz normale Form quasi zurück und war stabil. Das ist eine Art technische Resilienz. Also Widerstandskraft, ja, wenn da was kommt, aber man geht wieder zurück in die, quasi in die Position, wofür man es eigentlich gebaut hat. Das kennt man auch in der Psychologie, dass man sagt, da gibt's Menschen, die haben vieles erlebt, zum Beispiel, Mensch A und Mensch B haben gleich viel erlebt, theoretisch, ja. Und der eine Mensch, der kommt unglaublich gut durchs Leben, der findet immer Problemlösungsstrategien, der setzt um, geht weiter. Und ein anderer Mensch bleibt vielleicht stehen oder liegen in dieser Situation. Und der Unterschied ist diese Begrifflichkeit, ist diese Art von Resilienz, die jemand hat. Und da gibt es natürlich ganz viel Forschung dazu, wenn man die will. Oder wenn man die mag, warum hat ein Mensch mehr oder weniger von dieser Resilienz und wie kann man die allenfalls fördern? Ganz viele Menschen sind ja betroffen, wenn sie zum Beispiel jetzt stark an der Arbeit sind. Ich denke jetzt an einen Teil, glaube ich, der Praxis vom Herrn Professor Rondek, wenn es Leute sind, die vielleicht auch fast nicht mehr können, ja, und da spricht man vielleicht auch von Verlust der Resilienz oder von sehr starker Form von Vulnerabilität, von Verletzlichkeit zum Beispiel, dass da jemand tatsächlich nicht nur sich verletzlich gezeigt hat, weil er was Neues gemacht hat, sondern verletzt wurde. Am Beispiel, ja. Das ist ein anderes Beispiel, und dann würde ich nachher gerne hören, was der Herr Professor Rondek dazu sagt. Das andere Beispiel sind ja Menschen, die zum Beispiel traumatisiert wurden. Ich kann irgendwie mir das Knie stoßen und da ein Trauma erleben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass ich im Rahmen der Psyche oder der psychoemotionalen Befindlichkeit eine Seelenverletzung erfahre, die mich vielleicht auch daran hindert, eine weitere Kraft der Resilienz zu entwickeln.
Das ist teilweise auch möglich. Also dieser Flügel vom Flugzeug finde ich ein gutes Beispiel, ist also eine gewisse einen Ausgleich zu schaffen. Wenn ich etwas zu hoch nach oben habe, muss ich auch korrigieren nach unten, um dann wieder in die Mitte zu kommen. Und so könnte man eigentlich die Gesundheit auch betrachten, oder? Ja, das wäre doch mit ein Modell, ein einfaches Modell, das man mal so betrachten könnte. Was ich natürlich immer spannender finde, ist noch das, und da bin ich wieder beim Individuum Mensch, das ja nach wie vor für mich, Leben ist ein Wunder. Leben kann man gar nicht erklären, man kann bestimmte Dinge messen, aber mehr auch nicht. Aber dass man sagt, wenn ein Mensch immer wieder in seine Verletzlichkeit geht und durch sein Leben geht, sich entwickelt, dass sogar die Resilienz zunimmt. Das heißt, der Flügel im Flugzeug, war ich sehr froh, der geht wieder in seine Ursprungsposition zurück, der ist nicht stärker als vorher. Und beim Menschen ist es tatsächlich so, dass er immer stärker werden kann. Also gerade zwei Sachen, einmal mit dem Flügel. Also ich spreche immer gern von der Schwingungsfähigkeit, von der emotionalen Schwingungsfähigkeit und von der sozialen Schwingungsfähigkeit, aber auch von der Schwingungsfähigkeit unseres ganzen Körpers. Und des ganzen Körpers meine ich jetzt sowohl unsere Stress- und Regenerationshormone als auch das vegetative Nervensystem, was schwingen kann und soll. Also schwingen, schön Leistung bringen, ja, oder aktiv sein, aber auch wieder abschwingen, um sich zu erholen. Also die Schwingungsfähigkeit. Wenn ich emotional schwingungsfähig bin, dann kann ich mit dem anderen mitgehen, weil ich schwinge. Ja. Bin ich nicht schwingungsfähig, dann ist das hier der Block und dann geht nichts. Und der andere merkt das natürlich. Und das Zweite, das kann ich nur unterstützen, eben was man weiß, ist, mit jedem schweren Ereignis, was ich überstehe, positiv überstehe, gewinne ich häufig mehr an Selbstvertrauen für meine eigene Steuerfähigkeit meines Lebens. Ja, ich kann es selber navigieren. Ich muss nicht nur reagieren, sondern ich habe das Gefühl, nein, es kann auch ein noch größeres Ereignis kommen. Ich werde es trotzdem schaffen. Ein ganz tolles Beispiel ist die 106 Jahre alt gewordene Alice Herzsommer. Die war damals als Kind in Auschwitz dabei, hat vor sich gesehen am drittletzten Tag, wie ihre ganze Familie auf die Seite gekommen ist und umgekommen ist. Und sie ist rausgekommen. Also sie hat es als Einzige geschafft, 3 Tage bevor die befreit worden sind. Und wenn man die gesehen hat, man kann sich YouTube-Videos anschauen. Diese Dame mit 106 Jahren, damals die Aufzeichnung ist, da war also 103, hat Klavier gespielt. Unglaublich glücklicher Mensch, freudig. Und dann hat man gefragt, ja, wie kann denn das sein, dass sie, die ja so viel Leid erfahren hat, ja, auch im Nachhinein, und alleine war, als Kind, alleine aufgewachsen ist, noch ein so glücklicher Mensch ist. Und die hat man gefragt, was sind denn wirklich ihr Potenzial, ihre Momente? Und sie hat gesagt, positives Denken, die Natur erleben und auf andere Menschen zuzugehen und das Wichtigste, verzeihen zu können. Also dieses Großherzige, dann noch verzeihen zu können, die ihre Familie umgebracht hat, das hat sie, sagt sie nach eigenen Aussagen, befähigt, weiterhin dadurch ein glückliches Leben führen zu können. Und eigentlich ihr schlimmstes Erlebnis war, als ihr eigener Sohn verstorben ist. Das war eigentlich ihr schlimmstes. Aber nach der Frage, war das der Schlimmste, der Holocaust, hat sie gesagt, nein, das Schlimmste war eigentlich, als mein Sohn vor mir gegangen ist. Ja. Und es zeigt, dass trotz der Schicksalsschläge, und die sind ja verheerend, ja, das ist ja wirklich ein Trauma, trotzdem noch am Klavier mit 103 zu spielen, zu strahlen, zu spielen und ein Interview zu geben, als wenn die eigentlich ihr Leben lang in 103 Jahre beziehungsweise 106 Jahre vom Glück nur getragen worden wäre. Also das zeigt, das ist ein lebhaftes Beispiel, das gibt es auf YouTube, kann man sich das anschauen, ist faszinierend, so eine Persönlichkeit zu erleben. Da geht einem das Herz auf, gell? Genau, aber so ist es ja. Also es hängt natürlich von dem Typ ab und von dieser extrem positiven Einstellung. Und das macht es, warum wir selber unsere Resilienz, unsere Widerstandsfähigkeit steigern können und vielleicht sogar dazu gewinnen. Mhm. Ja?
und macht uns schwingungsfähig, dass wir auch schwierige Situationen aushalten können, aber dann wieder hochschwingen und wieder ins Lot kommen. Also dein Beispiel passt ja mit dem Titel fantastisch überein, genau. Verletzlich, gerade eingefallen wieder. Unbesiegbar. Ja. Das heißt aber eigentlich auch, die Dame hätte ganz so gut auch sagen können, ich verzeihe nicht. Ja. In sich drin, in der Seele, gibt es einen Stau, es gibt irgendwann auch eine Explosion, also es ist eine konstruktive Energie eigentlich, also hätte daraus letztendlich auch eine Krankheit entstehen können, wenn man wieder hört, wie die Psyche verantwortlich ist, mitentscheidend ist auch für die gesunde Haltung des Körpers. Mhm. Und so, sie hat auch gesagt, so habe ich auch meinen Frieden wieder mit mir gewonnen. Und erst wenn ich meinen seelischen Frieden habe, ja, dann kann ich ja auch positiv reagieren. Und dann hat es natürlich Psyche, Immunsystem, hat direkt einen Einfluss drauf. Ja. Also es ist eine hohe Resilienz gewesen, auf die Umstände entsprechend zu reagieren. Mhm. Und letztendlich wieder ihre Mitte zu finden. Mhm. Und wenn man das eben nicht kann, zurück zu meiner Frage, dann haben wir eine mangelnde Resilienz. Und das ist ein Punkt, der gefährlich ist, oder? Dann ist er vielleicht einfach nicht so ausgeprägt. Ich weiß ja nicht, was mich in meinem Leben noch erwartet. Und darum ist es optimal, dass es bestimmte Punkte gibt, wo ich denke, aha, da kann ich mich, wenn ich mich darin bewege, ist es bestimmt nicht verkehrt, ja, bestimmte Dinge überhaupt bewältigen zu können. Wenn ich jetzt von Resilienz spreche und von dieser Art Vulnerabilität, dieser Verletzlichkeit, das muss ich vielleicht noch etwas aufzeigen. Heißt nicht immer, ich lasse mich schlagen. Ja? Mhm. Verletzlich sein heißt nicht, ich lasse mich mal schlagen und so weiter. Wie viel Kraft hat diese tolle Dame, wo Professor Rondek jetzt gerade gesprochen hat sie vielleicht aufgewendet, um in diese Verletzlichkeit zu gehen und diesen Leuten irgendwie zu verzeihen. Also es gibt viele Dinge, wo man sagt, aha, da brauche ich die größte Kraft, um etwas ganz, ganz Feines zu tun, um zum Beispiel jemandem zu verzeihen, was aber nicht immer so der Fall sein kann. Wenn mich jemand tatsächlich ärgert, ja, ich muss mich nicht als Opfer sehen, wenn ich mich verletzlich zeige, dann darf ich auch mal Vollgas geben, in Anführungszeichen, und kann mal jemand meine Meinung sagen. Das kann auch die Resilienz erhöhen. Mhm. Es ist immer situativ und es ist immer personenbezogen. Was hilft mir jetzt in diesem Moment? Mhm. Und da ist es vor allem gut, wenn man, wie komme ich jetzt drauf, was tut mir gut, was nicht? Ich muss eben immer auch quasi vom Sofa aussehen und etwas tun, in diese Verletzlichkeit gehen. Muss ja nicht immer Bungee-Jumpen sein, gerade am ersten Moment, mit dem ich springe mal und schaue mal, ob das was für mich ist, sondern mit Kleinigkeiten schon mal beginnen und nie vergessen, dass einer der hohen Resilienzfaktoren sind immer die Menschen um mich herum, mein Umfeld. Wie bewege ich mich in meinem Umfeld, dass ich da vielleicht auch mal nachfrage, könntest du mir sagen, du, was hältst du davon, wenn ich zum Beispiel, und zwar natürlich würdest du dann von deinen Erfahrungen sprechen, aber wenn ich ganz viele Erfahrungen, Informationen bekomme, dann kann ich auch mal schauen, wie geht's denn in mir so und möchte ich mal diese Schritte raus tun, um ein Problem quasi, das ich habe, zu lösen. Wenn ich es gelöst habe, geht es mir danach deutlich besser. Und dieses Gefühl von deutlich besser heißt, meine Resilienz wurde erhöht. Es gibt Menschen, die das selbst nicht vollbringen können, wenn sie schwer traumatisiert sind. Die brauchen Hilfe, selbstverständlich. Die brauchen auch professionelle Hilfe. Da gibt es Traumatherapeuten, die sich auf das spezialisiert haben zum Beispiel. Und dann ist das sehr, sehr etwas Wertvolles und Wichtiges. Also diese psychoemotionalen Dinge, solange ich gesund bin, frage ich doch mal, wie ist denn das, wie würdest du das lösen und so weiter. Ich hole mir Informationen und tun muss ich es aber trotzdem noch selbst. Das ist die eine Seite. Und jetzt die andere Seite ist ja die Frage der, ich nehme mal ein Wort in den Mund und sage, die biologische Resilienz, gibt's denn die auch? Habe ich genügend Strom in meiner Biologie zum Beispiel? Habe ich die richtigen Bestandteile, sind meine Lager gefüllt, dass wenn ich schon quasi in die Richtung gehe, dass ich dann auch richtig ausgestattet bin mit den entsprechenden Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter und so fort. Und das kann also gut sein, dass wenn ich
sage, ich möchte meine Resilienz stärken, das sollte man jeden Tag tun, vielleicht nicht immer bewusst, ja, tut man das, sondern man macht es unbewusst. Manchmal bleibt man immer hängen am selben Ort. Ist es bestimmt auch gar nicht verkehrt, wenn man schaut, okay, liegt es an meiner psychoemotionalen Befindlichkeit einerseits oder fehlt da tatsächlich ein Stoff, dass ich tatsächlich in meine Kraft komme? Das ist dann die Frage, wäre jetzt meine Frage zum Beispiel an den Alexander Rondek, ob es da was bringt, wenn man zum Beispiel jetzt den Arzt oder den Coach oder wen auch immer aufsucht. Ja, also was absolut Sinn macht, ist da bei den Stress- und Regenerationshormonen sich besonders das Dopamin anzuschauen. Dopamin ist unser Hormon für die Begeisterungsfähigkeit, ja, für das Selbstbewusstsein. Und jetzt haben wir Resilienz, Widerstandsfähigkeit, da sollte ich natürlich selbstbewusst sein. Wenn einer ein niedriges Dopamin hat, ein erniedrigtes, dann fühlt er sich eher schwach, ist nicht schwer zu begeistern, ist kritisch, skeptisch, sieht eher das Negative, muss nicht depressiv sein, aber tut sich unglaublich schwer, sobald der Gegenwind kommt. Also er geht irgendwie zum Beispiel in ein Meeting rein, er ist der Chef und sagt, also wir machen das so und dann meldet sich schon der Erste, ja, aber dann sagt er, okay, dann lassen wir es vielleicht. Da ist keine Widerstandsfähigkeit, das heißt, dem fehlt dann schon was. Also man kann es konkret an bestimmten Sachen messen, was die Widerstandsfähigkeit unterstützt, beziehungsweise wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Resilienz, könnte ich vielleicht sogar nach der Ursache schauen, woran es liegt. Ja, das kann auch an dem Noradrenalin hängen. Noradrenalin ist für unsere zerebrale Stressantwort, also Konzentration, Aufmerksamkeit. Auch das ist natürlich wichtig, weil wenn ich einem Problem gegenüberstehe, sollte ich sehr fokussiert, konzentriert sein, sehr wach sein, um schnell reagieren zu können. Wenn mir das Noradrenalin fehlt, wenn es zu niedrig ist, dann kann ich ganz schwierig jetzt zum Beispiel deinen Fragen folgen, ich muss ja Leistung bringen, aber was hat er nochmal gefragt, jetzt habe ich mir schon wieder vergessen. Und das macht es natürlich so schwierig dann auf einmal, ja, und ich fühle mich überhaupt nicht resilient, überhaupt nicht widerstandsfähig, sondern ich fühle mich eher vulnerabel, verletzlich, dass du mich mit einer Frage erwischt, wo ich jetzt hier nur am Rudern bin. Ja, und da hat man dann auch vielleicht das Serotonin, das Glückshormon, ja, wenn das erniedrigt ist, dann ist meine Stimmung auch negativ, ja, dann habe ich so, ja, Stimmungsschwankungen oder so, auch da bin ich verletzlich, dünnhäutiger auf einmal und das spüre ich natürlich, das nehme ich selber wahr und wenn ich das selber wahrnehme, verunsichert mich das ja noch mehr, wenn ich irgendeiner Situation konfrontiert bin. Das heißt, mein Beispiel mit der Alice Herz-Sommer, wäre natürlich spannend zu wissen damals, was sie für Werte im Serotonin, im Dopaminbereich hat. Wenn die vielleicht sehr hohe hat, dann könnte das unter anderem das miterklären, nicht einzig und allein. Also so, es gibt nicht kein, wie gesagt, ich bin kein Schwarz-Weiß-Fan, sondern das kann eine Farbe sein. Und was man auch weiß, Führungskräfte, Vorstandsvorsitzende, die haben meistens ein erhöhtes Dopamin. Die haben meistens ein erhöhtes Noradrenalin. Warum? Weil bei denen extrem häufig, man hat eine große Studie gemacht, extrem häufig haben die eine Genmutation, das heißt eine Genvariante. Und dadurch kommt es, dass bei denen das Dopamin und das Noradrenalin, zum Teil auch das Serotonin, langsamer abgebaut wird. Das Enzym, was die abbaut, wir haben welche, wir haben Enzyme, die diese Hormone abbauen. Und die arbeiten langsamer aufgrund der Genvariante. Und darum haben die ein sehr klares Selbstbewusstsein. Die gehen rein in ein Meeting und sagen, okay, Punkt 1, 2, 3, schaut so aus, fragen. Aha, interessiert nicht, wir machen so. Fertig, ja. Und er kann über Stunden sich wahnsinnig konzentrieren, ja, wo jeder schon nach einer Stunde aussteigt und sagt, um Gottes Willen, wie hält er das? Der ist immer noch konzentriert, der bringt ganz klare Antworten, scharfe Fragen, Nachfragen. Es ist unglaublich. Das sind meistens Führungskräfte in hohen Positionen. Drum haben die das geschafft, weil die sich von den anderen natürlich abheben. Ja, die haben eine relativ starke Resilienz. Es kann nur passieren, was man immer wieder sieht, dass bei denen das Organ, was eigentlich diese Stresshormone ausschüttet, das Noradrenalin, das Adrenalin, zum Teil auch das Dopamin, das ist bei uns die Nebenniere. Auch das Cortisol ist die Nebennierenrinde. Ja, das ist Energiehormon. Das ist dann irgendwann kippt und erschöpft. Und dann kommen die von diesem hohen Niveau, fällt es auf einmal runter und dann sind die sehr platt und auf einmal nicht mehr leistungsfähig.
Ich hatte schon mal das Beispiel gebracht in einem Interview, wo ein Vorstandsvorsitzender bei mir war, der ist da reingekommen und hat gesagt, ah, vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe gesehen, sie haben Taucherbilder, ich bin nicht nur Taucher, ich bilde sogar Rescue-Diver aus und habe das und das und das Zertifikat. Ich so, okay, gut, keine Ahnung. Hatte vorher schon, war ein paar Wochen vorher, hat dann gesagt, ah, Herr Rondek, ja, Sie machen ja da was jetzt. Wollen wir mal schauen, ich bin ja da gut drauf und jetzt, ob das auch Ihre Daten wiedergeben. Und als wir die Befundeöffnung gehabt haben, dann hat er sich hingesetzt und dann hat er gesagt, das, was Sie mir jetzt hier gerade zeigen und so, wie Sie sind, Entschuldigung, aber das passt überhaupt nicht mit den Werten zusammen. Mhm. Also Ihr Cortisol, Ihr Energiehormon ist fast null. Sie dürften eigentlich gar keine große Energie haben. Und wenn ich mir Ihr Dopamin anschaue, auch. Und dann, ich wiederhole mich ganz kurz, ist er aufgestanden, hat gesagt, er braucht 2 Minuten, hat dann angefangen zu weinen und hat sich dann hingesetzt und hat dann gesagt, Rondek, so fühle ich mich seit 2 Jahren, wie Sie es hier gerade mir zeigen. Das, was ich hier mache, ist nur noch Show. Versucht es irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was wir eigentlich sehen. Also wir haben natürlich welche, die eine besondere Widerstandsfähigkeit haben, aber wenn die nicht aufpassen, dann rutschen die über diese übertriebene Vulnerabilität, rutschen die in einen Bereich rein, wo es ihnen die Widerstandsfähigkeit wegzieht, ja, wo einfach der Körper irgendwann sagt, nee, geht nicht mehr, und dann packen die es nicht mehr. Mhm. Und darum ist es wichtig, eigentlich immer sich zu bewusst zu machen, in welchen Rahmen bin ich und wie fühle ich mich und verlasse ich hier eine Zone, die eigentlich die mir meine Sicherheit, meine Widerstandsfähigkeit, die sie bisher gegeben hat, dass ich die verlasse, da muss ich aufpassen, weil dann ist es sinnvoll, wirklich zu handeln und mal sich zu überlegen, okay, erstens, ich muss die Rahmenbedingungen ändern und zweitens, ich muss vielleicht nachschauen, wo habe ich einen Verlust und wie kann ich das wieder auffüllen? Ja. Der hat dann auch den Job gewechselt, der hat dann den Vorstand abgegeben, den geht es auch heute immer noch super, ja, ist wirklich schön zu sehen. Aber er hat sowohl das Umfeld geändert und wir haben natürlich die Hormone wieder aufgefüllt, so dass er wieder leistungsfähig ist, ist er wieder widerstandsfähig, ein glücklicher Mensch. Schönes Beispiel, vielen Dank. Ja, ich mag mich erinnern, glaube in deinem Buch ist es auch beschrieben, genau, richtig, dieses ja. Beispiel. Ja. Also diese Resilienz, die ist jetzt nicht nur auf den Körper bezogen, sondern es zeigt auch eine Charaktereigenschaft der Menschen. Zum Beispiel charaktermäßig, wenn man irgendwo in einer Sackgasse sich ständig verlauft, ständig negativ denkt oder Sachen nie loslässt oder immer im gleichen Leidensdruck und Leidensgeschichte drin ist, das zeigt ja auch eine Resilienz. Und das könnte man üben, hier toleranter zu werden zum Beispiel, oder? Um diese Charaktersichtweise, die muss ja nicht schlecht sein, aber sie kann letztendlich destruktiv sein, dass man die Resilienz erhöht und du daher auch ein weltoffener Mensch werden kann. Ja, ich glaube, bestimmte Faktoren im Leben können störend sich auswirken auf eine Resilienz des Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier von Charakter sprechen können oder ob die Umstände dazu geführt haben, wenn ich durch die eine oder die andere Geschichte vielleicht so bewegt bin oder eben, dass die Verletzlichkeit in eine Verletztheit geführt hat und ich zum Beispiel, nehmen wir irgendwas, einen ganz kleinen Bekannten- oder Kollegenkreis habe und den kann ich nicht oft sehen und so weiter und so fort. Wenn man weiß aus der Resilienzforschung, wie wichtig das ist, dass wir sind Menschen, die mit Menschen oder Wesen, Lebewesen zu tun haben müssen, das gibt uns Kraft. Auch wenn es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, es gibt trotzdem Kraft. Ja. Also nicht, dass immer alles glücklich sein muss, sondern das ist ein Spielfeld auch für diese Art von Resilienz und Vulnerabilität. Und wenn vielleicht Umstände halber etwas passiert ist, dass ich das gar nicht ausbilden konnte, ist es ungemein schwierig, da anzudocken und das weiter auszubauen. Da brauche ich dann vielleicht Hilfe, da brauche ich jemand, der mir dabei vielleicht entsprechend behilflich ist, irgendein Coach, der das gerne für mich tut, dass es die eine Seite, die andere Seite ist, dass in der Schule da vielleicht darauf geachtet wird vom Lehrer oder wenn ein Kind in einem Fußballverein ist, nehme ich als Beispiel, dass der Trainer da wohl zeigt, wo das Tor ist, wo man hinschießen muss, ist die eine Seite, ich kenne mich zu wenig aus damit.
aber dass er vielleicht auch das wahrnimmt, wie ist so ein Mannschaftsverhalten zum Beispiel, hat jemand ein Problem da, sich einzudocken oder auch mal zu sagen, was er da sagen will oder sich auch mal zu entschuldigen und so weiter. Mhm. Ein phänomenal schönes, gutes Training auch im Sinne der Entwicklung der Möglichkeiten, in eine Resilienz zu kommen. Je nachdem kann es auch mit eine große Rolle spielen, in welcher Art Lebenssituation ich bin. Eigentlich müsste es ja so sein, ich sage nicht, dass es so ist, aber es müsste ja so sein, wenn ich denke, dass eine Frau jetzt Mutter wird, hat ein kleines Baby, vielleicht schläft das nicht durch, das heißt, meine Schlafqualität ist dahin, vielleicht kann sie nicht so essen, wie sie müsste, also ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen, müsste die doch eigentlich sehr schnell ausgebrannt sein. Und interessanterweise ist es so, das gibt Situationen, wo das so ist, natürlich, die brauchen sofort Hilfe. Es gibt aber andere Frauen, die sind nicht besser, aber die haben so eine hohe Form dieser Resilienz, dass sie tatsächlich in dieser Art und Weise immer wieder zu ihrer Kraft kommen und das weiter tun. Ich glaube, wenn jemand mal ein Jahr nicht gut geschlafen hat, dann ist sehr viel an Lebenskraft weg oder auch an Gesundheit weg. Und das ist immer wieder für mich auch ein Wunder, dass es da Menschen gibt, die stehen nach wie vor da und für andere da zu sein, sich aber nicht aufopfern, ist sogar auch resilienzfördernd. Jemand was Gutes tun, jemandem mal ein Kompliment zu machen, wenn man es tatsächlich so meint, nützt der eigenen Gesundheit mindestens so viel wie dem, also dass man das Kompliment gegeben hat. Noch abschließend, gibt es noch eine Kausalität zwischen Lebenserfahrung und einer erhöhten Resilienz? Ja, vielleicht, wenn ich sage, je größer eine Art Lebenserfahrung ist, wie wurde die entwickelt? Das hat genau mit dieser Art der in einer Art Verletzlichkeit sich bewegen, also nicht auf dem Sofa sitzen und schauen, wie die anderen das Leben meistern, sondern tatsächlich mal einen Schritt dahin wagen, um auch seine Art Verletzlichkeit, in seine Verletzlichkeit zu gehen. Das gibt natürlich den größten Schatz an Erfahrung im bestimmten Alter und in einem entsprechenden Alter, dass man dann zurückschauen kann und dass man viel weniger natürlich an Spannkraft dann braucht, weil man vielleicht nicht mehr die ein oder die anderen Fehler macht und dafür dann neue erfindet, neue Fehler. Das sieht man ja schön bei den Großmüttern und Großvätern, die die Sachen auch nicht so ernst nehmen. Alles exakt. Gut. Perfekt. Ja, stimmt, super. Stimmt. Ich mache dir auch ein herzliches Kompliment. Es ist immer wieder unglaublich spannend, mit euch beiden zu diskutieren. Wirklich, du bist ein ganz spezieller Wissenschaftler und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und du, Alexander, du bist wirklich im Bereich der Diagnostik eine Koryphäe. Und es ist mir auch wirklich eine Ehre, mit euch beiden zusammenzusitzen. Und im Januar machen wir das hoffentlich wieder. Ich arbeite daran, euch wieder hinzukriegen. Lieber Professor Dr. Urs Gruber, Professor Dr. Alexander Rondek, herzlichen Dank euch beiden. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass Ihnen diese Betrachtungsweise, die auch sehr tiefsinnig sind, philosophisch sind, interpretationswürdig sind, Ihnen auch gut getan haben, Ihnen Sichtweisen gezeigt haben über diese Resilienz, dass alles ein bisschen relativ ist. Relativ darf man sagen, gell? Ja. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ist egal, ich höre jetzt einfach auf, es reicht für heute. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.